Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video VW T5. Dort hinten steht er, hier, da. Und zwar geht es um das Super Update 23 M4, oder wie ist das? Ja, ne? 23 M4. Okay, ja. Ich gucke. Hallo, was gewusst du, mich in den Spalter gucken, Junge? Warte mal, ich muss selber gucken, ich habe da selber einen Update-Zettel bekommen, weil ich bin ja selber auch betroffen, muss man ja sagen, ne? Jetzt vom Update oder von noch mehr? 23 M4 heißt das Update. Und ich lese euch mal vor. Die meisten wissen, denke ich schon, was da drin steht, aber ich lese mal vor. Aktionscode 23 M4 AGR-Korrektor. Das Software-Update wird die Stickoxidemission Ihres Fahrzeugs am Realfahrbetrieb verbessern. Insbesondere bei kälteren Außentemperaturen. Mhm. Dies wird durch eine Überarbeitung des Motorsteuergerätsoftware erreicht, in die neueste technische Erkenntnisse eingeflossen sind. Klingt auf jeden Fall immer schön technisch. Die bei der ursprünglichen Entwicklung des Fahrzeugs nicht vorlagen. Diese Maßnahmen ist nach aktueller Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs notwendig, um die Konformität Ihres Fahrzeugs sicherzustellen. Also müsst ihr alle hin. Und das letzte Zettel hinten dran ist vom KBA. Also, so. Wenn du es ignorierst, spätestens dann halten wir auch ein bisschen dran. Genau, also man kann das ein bisschen rauszögern. Erst kommt ein netter Brief, dann kommt ein Brief, der nicht mehr so nett ist und dann irgendwann mal schreibt es KBA, dass es alles scheiße ist, was du tust, weil du es nie tust. Und dann wird das Auto irgendwann mal zwangsstillgelegt. Das ist das typische Prozedur bei diesen ganzen Updates. Ne? Unabhängig jetzt von VW, Mercedes, BMW, französische Firmen, hat man eigentlich schon so vieles gesehen. Auch General Motors war da mit am Schlawittchen dran, ganz nebenbei. Genau. Und das würde ich sagen, gilt es halt zum Prüfen, ob die das gemacht haben, die Jungs, oder? Oder ob sie uns verarschen. Wir wissen ja alle, die VW-Updates haben ja einen gewissen Beigeschmack. Würde ich mal sagen. Ne? Bestes Beispiel war damals der Dieselskandal, ne? Zwiller TDI, 1.6er TDI, wo sie ja der Reihe nach dann die AGRs weggenascht haben, putt genascht haben und dass der Dieselverbrauch gestiegen ist und dass das Fahrzeug ein bisschen schlechter anspricht wie vorher. Das waren so die Reklamationssachen, die mir auch so gehört haben, ja, ne? Ich fand auch gut bei diesen Updates, erstens von dem T6 oder so, wo sie dann 100 € Gutschein AdBlue mit dazugegeben haben. Stimmt. Und den hast du innerhalb von einem halben Jahr aufgebraucht oder stimmt, ein paar Monaten. Die AdBlue-Reichweite ist massiv gesunken, ne? Ich glaube, die Kunden haben berichtet, die sind fast von Service zu Service gefahren. Und ich glaube, Stand heute, so sind wir irgendwo, je nachdem, wie die Leute so fahren, zwischen 4.000 und 8.000 Kilometer. Aber das war Mercedes. Mercedes hat dasselbe Problem gehabt, ne? Mit der V-Klasse, mit so einem Fahrzeug hier. Das da. Die haben dieselben Probleme gehabt, muss man ja mal sagen. Das sind ja alles keine Probleme. Stand der Technik. Kleine Stolpersteine. Kleine Stolpersteine. Genau. Und das gilt es heute mal zu überprüfen beim T5. Ob das so ist, wie es ist. Aufgespannt haben wir. Naja, die Frage ist halt die Reihenfolge, wie wir das machen wollen. Wollen wir erstmal die Theorie, dass die Volkswagen sagt, was sie behoben haben, gegen das. Wir messen erstmal. Und dann tun wir gegenüberstellen. Genau, wir messen erstmal und können ja schon mal unsere Werte nehmen. Ja. Wir so schon uns rausgesucht haben. Jo. Und dann lösen wir die Sache mal auf. Also, auflösen. Wir gucken oder wir zeigen, ob es so ist oder nicht so ist, oder? Ja, oder so. Genau, wir gucken jetzt erstmal. Punkt 1. A, hat das Fahrzeug noch seine Leistung? Würde ich sagen, damit fangen wir an. Dann nehmen wir ein paar Emissionswerte mit auf, die gemessen am Steuergerät sind, weil das ist nun mal das Gerät, was es auswertet. Was wir hier hinten messen, das ist mal völlig sekundär, weil das weiß das Auto gar nicht. Nee, da müsstest du einen Abgaswagen dran schneiden. Genau. Aber das interessiert das Motorsteuergerät trotzdem nicht. Na, weil es kann die Gegenregeln, weil es dann nicht mehr weiß, was dort hinten passiert. Es misst ja an seiner Messstelle. Würde ich sagen, huschen wir mal rein. Ja, jetzt kommt. Ja, Handschuhfach ist das gut aufgehobene Flächer. Schnall dich mal an, Frankie, oder tu mal drunter legen, das Ding hier. Was ist dieses Gepiepe wieder? Hm.
Aber 102 PS brauchst du keinen Auto. Na, noch 30 schon. Gut, noch 30 schon, ja, da könnt's gehen. So, wir nehmen auf, vierter Gang. Jetzt fährt's. Aha. Kann man nochmal gegenmessen raus? Schon das zweite machen, ja. Das wird mal ganz schön wild aus. Aber noch dreimal messen haben wir's. Nee. Wir machen noch mal eine zur Verifizierung, komm. Ich bin ganz schön nach Berg und Talbach aus. Wir sind uns näher. Sag mal, wie es ist, hä? 95 PS. Maximal waren es 240 Newtonmeter, ne? Da fehlen schon mal 10. Da fehlen schon mal 10 Newtonmeter und 7 PS. Die wurden uns gemobst. So, ich würde mal sagen, wir nehmen mal die letzte. Das ist die schlechteste Messung. Oder zumindest die, die am meisten gestresst wurde. Aber ist gar nicht so wild. Wir gehen jetzt erstmal darauf. Punkt 1, was wir abarbeiten. Hat es noch Serienleistung? Hat es nicht mehr. Hat es nicht mehr. Gut, haben wir das schon mal klargestellt. Also sind wir ja mit jedem Update, was wir bisher gemacht haben bei dem T5, immer ins Negative gerutscht. Von der Leistung her. Mhm. Der CFC auch heute war ohne Katastrophe. Keine 106 PS. Keine 106? Dafür, dass er 179 haben sollte. Auch Drehmoment weit daneben von der Herstellerangabe. Aber das ist mal ein anderes Thema jetzt erstmal. Also doch. Eigentlich selbe Thema, oder? Ist das Thema. Jetzt ist die große Preisfrage. Wir haben ja, wo fangen wir jetzt an? Wir haben ja gesehen in den Datensätzen ein paar Sachen, die uns fraglich sind, ne? Ich gucke jetzt mal ein paar Sachen kurz mal vorher schon mal nach. Es passieren ganz wilde Sachen, Frank. Und da brauchen Daten gelockt, ne? Genau, das ist unser Datenlogging. Wo wir jetzt ein bisschen spitz drauf sind. Wir wollen uns ja wirklich die AGR-Rate mal angucken, ne? Mhm. Es funktioniert im Prinzip wie früher, 16%. Heißt, AGR ist relativ weit offen, in der Schwachlast. Vollgas geht's zu. Macht er in der Tat, ne? Mhm. Aber es passiert hier was ganz Wildes. Bei 2200 Umdrehungen macht das AGR wieder voll auf. Warum? Das können wir ja dann mal gucken, ob wir dafür eine Lösung zusammenkriegen. So, dann steigt das von 16 auf 30. Ja, gut. Nee, es bleibt so 16. 16. Und dann geht's oben wieder zu. Also von der Drehzahl von 2.1 bis 3.1 macht ja Vollgas AGR. Das ist so unlogisch. Hm. Wird aber was erklären. Unsere Einspritzmenge. Das ist dieser Stellwert, den Sie hier verzögert haben.
Bin ich fast der Meinung. 45 Milligramm fallend auf 41 Milligramm. In dem Bereich macht er das. Okay. Was sagt Lambda in dem Bereich? Man sieht halt auch ganz klar, ne, am Lambda-Wert. Hier siehst du das. Wir haben jetzt hier Lambda 1,50, 1,60. Dann gehen wir auf 1,55 runter. AGA ist offen. 1,69. AGA geht zu. Zack, 1,80. Da siehst du, wie das AGR auch den Lambda-Wert beeinflusst, ne? Gut, viel mehr sehen wir ja nie. Aber spannend, AGR geht wieder an. Vollgas. Warum? Da haben wir ja ein paar Theorien dazu. Ich, da gibt dir noch mal einen Tipp. Wir haben jetzt Vollgas, einen Ladedruck von 1,8 bis 1,2 Bar Ladedruck haben wir jetzt bei dem Motor. Also 0,1. Ne, 2,18. Naja, also ist ja Da sind wir 0,8 ganz knapp, plus das, drüber. genau, da sind wir ganz Und knapp wir drüber. Genau. also ist ja quasi nur bei Vollgas ein Vergleichswert da im Kettenlicht. Ich würde sagen, wir machen gleich mit VCDS nochmal. Wollen wir mit VCDS nochmal noch einen Log machen? Mit Differenzdruck, Abgastemperatur. Weil auch die EGT-Sonde hat ja eine Verzögerung, drin gehabt jetzt, ne? Und was haben wir noch? Einspritzung, Ja, Einspritzung Einspritzfreigaben, wie viel Einspritzung man machen darf. Gut, das haben wir jetzt aber nicht mehr, wir haben keinen Kaltstart mehr. Okay. Unsere Theorie ist, also das Update bezieht sich, was wir gesehen haben, in unserem Datensatz immer auf den Kaltstart. Ganz viel Kaltstartbetrieb, ne? Da tun sie sehr, sehr, sehr viel ändern in den Datensatz. Spannenderweise haben wir aber auch was gefunden mit einer AGA-Abschaltschwelle. Und nur Differenzdruck. Im Schwellwert. Und genau, und einem Differenzdruckschwellwert, das wirklich schwierig ist. Spannend ist aber auch diese Schwierigkeit mit dem AGR hier. Das fand ich jetzt aber schon spannend. Das könnte aber die Abschaltverzögerung sein. Dass er sagt, du, du, du. Du, du. Das finde ich aber schon spannend, mal ohne Mist jetzt. Weil irgendwie Vollgas und AGR gehört nie zusammen. Auch sonst warm werden soll. Außer wenn er mal was anheizen will, gebe ich dir recht. Aber ich wechsle mal zum VCDS. Auf jeden Fall, Frankie, ist das schon mal eine gute Erkenntnis ganz nebenbei. So, Differenzdruck nichts, 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 nichts. Macht voll AGR, voll AGR. Jetzt macht es wieder zu. Jetzt fragst du dich eine recht dumme Frage. Guck mal, das ist ja spannend. 101 PS, 250 Newton. Wo kommt das jetzt her? Mit derselben Radleistung, das ist aber spannend. Man könnte denken, wenn die Diagnose dran ist, dass irgendwas sich verändert. Was denkst denn du, wie viel Differenzdruck so ein mit 100 PS so ein Partikelfilter hat? Ein Gefühl. Sollst du nur schätzen oder sollst du nur sagen, was normal wäre? 300 Millibar und so, also ja, sogar 300 bis 500 Millibar haben die Gegendruck meistens. Und Das ist wenn Differenzdruck. wir jetzt 44 plus haben? Das ist irgendwas komisch. 44 Millibar? Da ist der Schwellwert so krass verschoben. Entweder zeigt das nicht mehr an in der Diagnose. Hat man ja gesehen, dass sie den so hochgenommen haben. Ach, du verrätst doch schon wieder was. Nee, also, wir kommen nochmal zum Ursprungsthema. Das Auto hat 250.000 Runden, erster Partikelfilter.
Das würde ich sagen, nehmen wir mal als Stand jetzt, ne? So, das haben wir gemessen. 100, kommen wir schon weiter, man hat seine Leistung. Total spannend. Mit dem VCDS. Mit VCDS dran. Ein Autotuner war es nicht. Autotuner geht aber ohne in das Gateway rein und macht genau das, wie die richtige Reihenfolge ist. Das heißt, das ist schon mal spannend. AGR hat wieder sogar gearbeitet, habe ich gesehen. Und wir haben in der Maximaldrehzahl obenrum einen höchsten Punktdifferenzdruck 0,044 bar. Also ist, als wäre gar keiner drin. Als wäre kein Partikelfilter vorhanden. Wage ich fast zu bezweifeln. Ne? Also, wir gehen mal kurz zurück zum Thema. Wir haben jetzt gemessen. Differenzdruck. Differenzdruck, Abgastemperatur. Und AGR. Und AGR-Rate nochmal, separat. Abgastemperatur ist super. 600, ein bisschen über 600 Grad, das ist super. Bei dem kleinen gedrosselten Motor würde ich sagen, ist das normal. Das Thema AGR zwischen 2.000 und 3.000, das ist komplett öffnet, das ist. Das ist irgendwie nicht so cool. Das ist schon mal nicht so gut, weil das genau der Vorzug auf der Autobahn wäre, ne? Da, wo du dich meistens hin und her bewegst, ne? Genau. Das ist nicht so optimal auf jeden Fall. Und ja, das Thema Differenzdruck, ne? Das sind wir uns. Das ist ein bisschen spannend. Das ist ein Thema für sich jetzt, ne? Also ich sag mal, von unserer Erfahrung her, was sagst du? Differenzdruck, was normal wäre, Vollgas bei so einem Motor? Zwischen 100 und 300 oder 150, irgendwas. Genau, also ich sag mal so Mitte, also wenn er wirklich top ist, 150. Und wenn er ein bisschen verschlissen ist, na, lass es mal ein halbes Bar sein. Auf jeden Fall nach oben gibt es keine Grenze, behaupte ich mal jetzt. Wenn er richtig kaputt ist, dann, ne? Verschlissen ist ja voll, also oder? Genau, dann haben wir 0,8 Bar. Aber ich sag mal, wenn er gut ist, 150 bis 300. Und wenn er verschlissen ist, dann geht das noch drüber. So, wir messen jetzt hier 44 Millibar. Über das komplette Drehzahlband. Genau, also der Sensor misst das. Ganz oben raus. Unten raus haben wir fast nicht messbar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So geht es los. So. Ist jetzt die Frage. Messfehler? Oder gewollter Messfehler? Oder Manipulation? Oder Manipulation ist ein ganz schwieriges Wort, würde ich sagen. Ich sage eine unglückliche Verkettung. Eine Verschiebung. Nee, also, genau, ja, okay, das könnte man auch irgendwie nennen. Weil wir haben ja auch, wie gesagt, wir sprechen es dann nie umsonst an. Wir haben ein paar Sachen gefunden in den Datensätzen von dem Update, die uns auch ein bisschen spanisch vorkommen. Na? Das größte Hauptthema ist bei dem Update der Kaltstart und die Reduzierung der möglichen Einspritzungen, die er im Kaltstart machen darf, zur oder Akustikfunktion, ne? Hat man darüber gesprochen. Akustikfunktion ist im Prinzip, dass ein Diesel rund läuft, ohne dass der hart nagelt. Das ist eigentlich die Akustikfunktion. Und da war vom Update 3 Einspritzungen freigegeben, je nach Softwarestand jetzt. Und jetzt sind wir bei einem. Also könnte es sein, wenn es Minusgrade sind, dass es wieder nagelt beim Beschleunigen. Dass es wieder nagelt oder dass er rumzuppelt ein bisschen, ne? Weiß jetzt auch nicht, die Autos haben Kilometerlaufleistung. Ja, darauf könnt ihr euch schon mal einstellen, dass das vielleicht passieren könnte. Schreibt es dann gerne mal mit in die Kommentare, eure Erfahrungen, wenn ihr es schon ein bisschen länger drauf habt oder ob ihr das frisch drauf habt und ob ihr da irgendwie einen Unterschied spüren könnt. Bei kalten Temperaturen ist wichtig, ne? Ja, noch ist es ja noch nicht so kalt draußen. Genau. Und wir haben so Ungereimtheiten, die wir uns auch selber nicht so richtig gut erklären können, mit dem Differenzdrucksensor und andere Sensoren, wo Maximalwerte extrem geschrieben sind, sage ich mal. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich nehme einfach nur ein Beispiel, wenn jetzt ein Differenzdrucksensor bei einem halben Bar sagt, du, ich muss regenerieren und jetzt zum Beispiel stehen würde 2 Bar Atmosphärendruck. Das ist wie in der Mathearbeit. Wenn du vorher die Punktzahl 20 brauchtest für eine 1. Hast du gemacht? Hast du gemacht? Dann hat einer gesagt, du, wir verschieben das, wir machen 10 Punkte reichen für eine 1 von 20. Das ist doch total supi. Da freuen sich alle, oder? Genau. Können wir auch mit deutlich schlechteren Leistungen dasselbe Ergebnis erzielen. Nee, also wir haben ja, wie gesagt, was wirklich gefunden, was wirklich schwierig
wir finden das beide schwierig, ne? Oder? Na, auch für die Diagnosen an den Fahrzeugen ist es echt extrem unvorteilhaft. Ja. Sagen wir es mal so. Vielleicht aber ein gewolltes Thema, ne? Wir wissen es nicht. Man weiß es nicht. Im Prinzip geht es darum, dass der Differenzdrucksensor jetzt eine Diagnoseschwelle hat oder eine Freigabe-Diagnoseschwelle hat, die exorbitant hoch ist im Verhältnis zum Vorher. Exorbitant hoch. Also da kommt man kaum hin zu dem Wert, dass der diagnosefähig ist. Schwierig, ja. Nur Vollgas. Ne? Teillast, keine Chance. Gut, wir gucken jetzt mal, dass wir das softwaretechnisch lösen können, das Thema. Ich denke, das kriegen wir hin. Nehmen wir euch gerne mal mit, oder? Ja. Ich bastel in der Software, habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet und ich würde sagen, in dem Sinne geht das mal jetzt weiter. Weiter, weiter. Weiter, weiter. So, jetzt ist Software drauf mit, ja, mit Anpassung des Updates. Ich muss noch mal Stücke vor. Ich muss noch mal den Flasherstücke wegmachen hier. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert mit AGR und Co. Nee, das ist ein Fehler. So, wir nehmen auf und volle Kanone. Sieht ein bisschen mehr aus. So. Immerhin ist er aber begrenzt mit dem Rückgang. Ja. So, kommst du mal an hier? Warte, machst du das mal nachher im Kindle? So, wir haben jetzt AGR. Wir gehen ja hier schon ins Vollgas rein. Man sieht das ja hier. Zack, und dann geht er durch. Und die ganze Zeit ist jetzt AGR komplett geschlossen. Zu. 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 Genau, jetzt haben wir schon mal erstmal die Vollgas-AGR-Sache schon mal korrigiert. Das macht Sinn. Oder? Da kommt wieder der Klugscheißer. Ja, das macht keiner, dass es wirklich Sinn ergibt sich. Ja. Hast du ja nicht Unrecht. Hast du gelernt? Ich kann doch von dir lernen, Frank. Nicht schön. Das haben wir korrigiert. Ich habe auch diese die Diagnose für den Differenzdrucksensor wieder angepasst. Und die ganzen Schwellwerte wieder sinnvoll bedatet. Ebenfalls die Abgastemperatur. Überwachungsfreigabe. Auch wieder angepasst. Alles wieder im grünen Bereich. Ach, es geht noch ein Stück Drehmoment, ne? Auch gespannt. Schreiben wir erfolgreich. Müssen wir nochmal machen. Wir machen nochmal. Das ist quasi der Abschluss. Abschlusssequenzmessung. Der V-Log-Reeler. Nee, der Wheel. Was? Ich frage vom Freund noch. Und das ist ein Wort, das kenne ich nicht. Von welchem Freund? Du wüsstest gar nicht, dass der eine oder andere von uns ein Freund hat. Ich bin jetzt irgendwie in der Startbahn. Und ich sag da, so ein kleiner Husch kennt immer. Das ist so eine passende Einstrich. Lass mal aber so. Wir machen jetzt hier nichts. Das kleine Husch. Ein kleiner Husch ist übrigens 5 Newtonmeter.
ein ganz schöner Arsch. Lambda ist gut. Lambda 1,30, Junge, hier ist noch so viel Potenzial. Das wollen wir hier primär haben. In dem Sinne, ich würde sagen, normale Stufe 1, 250 gelaufen. Nicht wildes. So, dass es ein bisschen schöner fährt. Keine Maximum im Drehmoment. Alles Taco, alles Subi, alles Geili. Euer Frank. Ab geht's, Peter. In dem Sinne, ich sag tschüss, bis zum nächsten Video und wieder einschalten. Und was müssen Sie alle klicken? Klicken? Liken drücken, teilen drücken, klicken, klicken. Abonnieren klicken. In dem Sinne, ciao.